Viertel Stunde später sind wir direkt im Town Center. Fühlt sich doch nach Großstadt an, auf jeden Fall, würde ich sagen. Ja, voll. Einen wunderschönen guten Morgen am 25. Februar 2019. Wir stehen direkt am Buffalo Beach und haben uns den Sonnenaufgang angeschaut. Und jetzt geht es weiter Richtung Oakland. 2,5 Stunden Fahrt und dann schauen wir uns erstmal die Stadt an. Ach ja, der Buffalo Beach hier ist vielleicht ein kleiner Geheimtipp, weil der weder bei Google Maps noch bei Camperman großartig erwähnt oder gezeigt ist. Und der ist einfach super schön, super groß und tausende von Muscheln, die hier am Strand liegen. Ist also echt ein Besuch wert, wenn man hier eher auf dem Weg ist und Coromandel befährt. Und seht ihr? Da ist die Skyline. Wir sind auf dem Mount Eden, das ist das erste, das wir hier machen. Das hier ist der Vulkankrater hinter uns. War also mal ein Vulkan. Und Skyline in die Richtung und die ganze Stadt um den Berg herum. Also gar nicht mal so klein. Auf keinen Fall. Vor allem nicht für Neuseeland. Aber natürlich immer noch alles sehr niedrig gebaut. Das ist auch hier die wirkliche Innenstadt. Aber sehr schön. Viertel Stunde später sind wir direkt im Town Center. Fühlt sich doch nach Großstadt an, auf jeden Fall, würde ich sagen. Ja, voll. Und es geht los auf den Sky Tower rauf. Mal die Stadt von oben mitten im Zentrum beobachten. Mal schauen. Ja, wir wandern jetzt noch ein bisschen durch die Stadt. Ist ganz schön, aber lange nicht so schön wie Wellington. Auch nicht so wie Queenstown oder Taupo. Angekommen am Piha Beach. Das ist ungefähr eine Dreiviertelstunde westlich von Oakland. Wunderschön, wie man sieht. Leider zu wenig zum Drohnenfliegen, sorry. So, und hier habt ihr die Möglichkeit, auf den Lion Rock zu steigen und dann diese Aussicht hier zu genießen. Das ist doch geil, oder? Auf jeden Fall machen. So, heute Abend sind wir bis zum Sand Split Holiday Park gekommen. Die Polizei hat sich nicht gemeldet, das bedeutet, ich bin für den Rest des Urlaubs ohne gute Kamera. Ihr werdet also nur noch Footage von der GoPro und vom Handy oder von der Drohne bekommen. Sorry also dafür. Ich bin halt einfach ein Idiot, sorry. Zum Glück nur Ende des Urlaubs jetzt, aber okay, scheiße. Ist er nicht. Wir gehen jetzt hier nochmal schön spazieren am Hafen, essen, duschen und schlafen. Also, gute Nacht und bis morgen. Gute Nacht.